Die Trails sind matschig, ihr lebt in einer Großstadt und ihr wollt einfach lernen, wie man Treppen fährt, dann ist das heute das Video für euch. Auf zum Intro! Aber bevor wir anfangen, fangen wir mit dem Rad an. Ich würde mit den Reifen um ungefähr einen halben Bar höher gehen, als sie normalerweise fährt. Und auf jeden Fall Sattel runter. Wenn das gemacht ist, dann geht's auch schon los. Um Treppen runterzufahren, vor allem zwei, ist eigentlich ganz einfach. Ihr rollt an, lehnt euch etwas nach hinten und rollt die Treppen runter. Wenn ihr gut seid, hält ihr etwas Schwung und macht einfach einen kleinen Manual. Das Wichtigste, das ihr nicht vergessen wirft, ist die Pedale gerade zu halten, die Fersen nach hinten lehnen und euch selbst etwas, damit euer Gewicht hinten bleibt und ihr nicht über den Lenker fallt. Wenn ihr das geschafft habt, fügt einfach so viele Stufen hinzu, bis ihr eure komplette Fahrradlänge habt. Ab dann werdet ihr keine Probleme haben und wir kommen zum nächsten Schritt. Wir können natürlich nicht immer einfach mit Vollgas geben. Die Stufen hier sind etwas länger und oben sind noch ein paar Stufen, also würden wir einfach runterfliegen. Wie fahren wir es also dann? Nun ja, wenn wir einmal auf der Treppe angekommen sind, lehnen wir uns immer noch nach hinten und drücken ganz zart die Bremsen. Am besten ist natürlich, wenn wir einfach fahren und dann unten auf den Ebenen abbremsen, so wie in diesem Clip. Fahren runter mit Speed, bremsen ab und fahren die nächsten Stufen. Allerdings funktioniert das leider nicht immer. Also müssen wir manchmal auch auf den Treppenstufen bremsen. Und das machen wir, indem wir ganz zart die Hebel greifen und uns weiter nach hinten lehnen. Mehr als wichtig ist diesmal auch wieder Fersen runter, Gewicht nach hinten und den Körper entspannen. Könnt und euch gut fühlt, könnt ihr natürlich auch in die Treppen reinspringen und denkt dran, dann habt ihr noch mehr Geschwindigkeit. Wir haben klein angefangen, wurden mittel und werden jetzt nicht groß, sondern größer. Hinter mir seht ihr nämlich die größte Treppe, die längste Treppe, die es bei uns gibt mit 176 Stufen. Dafür habe ich mein Canyon mitgenommen, das seht ihr jetzt hier. Und ich würde mal sagen, wir gehen hoch und fahren runter. Dropping in. Und wir hatten danach ein kleines Problem. Fuck. Ja, was passiert ist, ist, wir sind ausgerutscht auf den nassen, modrigen Boden. Im Sommer wäre das jetzt nicht passiert. Na, wie dem auch sei. Überlegt euch, ein Abo da zu lassen, damit vielleicht irgendwann Geld kriegt dafür, dass ich das Fahrrad reparieren kann. Bis dahin, danke fürs Zusehen, abonnieren und bis zum nächsten Mal.